Ja, und warum sind wir noch keine kluge Gesellschaft? Und mit der Frage möchte ich mich jetzt ein bisschen beschäftigen und es wird eine Zeitreise geben. Aber fürchten Sie nichts, sie wird kurz sein und Sie werden sehr schnell merken, was das alles mit der Frage, die uns heute hier umtreibt, zu tun hat. Wir beginnen im Jahr 1820. Zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft haben die Philosophen Immanuel Kant und Gottlieb Fichte gesagt, der Bürger ist immer und prinzipiell ein Mann. Denn sowohl die Vernunft wie auch der Staat sind per Definition männliche Wesen. Die Frau ist nur Materie. Frauen sind keine Subjekte. Sie sind abhängig, unmündig und sie haben einen angeborenen Liebestrieb, der sie zu unsicheren Kantonistinnen für öffentliche Ämter macht. Denn sie werden weggetragen von ihren Emotionen und deswegen haben sie im Staat nichts zu suchen. Denn diese Ämter sind selbstverständlich auch männlich. Frauen sind wie die Kinder, vernunftlose und schutzbedürftige Wesen. Sie sind zwar moralisch keine Sachen, sie können aber juristisch als Sachen behandelt werden. Und deshalb üben Ehemänner eine Vormundschaft über ihre Angetrauten aus, verwalten stellvertretend für sie ihr Vermögen, schließen Geschäfte ab und führen in ihrem Namen Prozesse. Höchste Gefahr ist gegeben, wenn die weibliche Materie mit ihren wilden Affekten den Damm der männlichen Kontrolle durchbricht. Dann nämlich verlieren die männlichen Vernunftindividuen ihre Männlichkeit und gehen als Individuen unter. Deshalb müssen sie die Macht und die Kontrolle über die Frauen unter allen Umständen behalten. Ein heutiger Philosoph hat dazu geschrieben, Hegels Vorstellung vom absoluten Geist, das ist der männliche, weiße Kapitalist, der alles haben will, was es überhaupt zu haben gibt. Dies also ist das tiefe Fundament der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir noch heute leben. Sie hat per Definition die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen und war eine ungeheure Verschwendung von menschlichen Fähigkeiten und von natürlichen Ressourcen. Sprung. Wir sind jetzt im Jahr 1920. Natürlich ist jetzt alles anders. Die Frauen haben jetzt das Wahlrecht und einige bürgerliche Freiheiten. Und die Frau ist jetzt, wie man damals sagte, die neue Frau. Das beunruhigt aber viele Männer. 1916 sagt der Bund gegen das Frauenstimmrecht, nur der sich selbst behauptende Mann sei die höchste Erscheinungsform einer völlig freien und unabhängigen Persönlichkeit. Wenn er jetzt seine Macht teilen muss, dann ist nicht nur die gesamte Männlichkeit in Gefahr, sondern auch der Staat. Denn alle Funktionen des Staates sind ja männlich. Und die Frauen merken schnell, dass ihre neue Freiheit an eine Gesellschaft stößt, die überall nach männlichen Regeln funktioniert. In der Arbeit, im Sport, in der Politik und in der Liebe. Es war so, als hätte man an ein Haus einen Balkon gebaut, der die Statik veränderte. Und jetzt war man ständig bemüht, dafür zu sorgen, dass das Haus nicht kippte. In einem Buch von 1929 mit dem schönen Titel »Was wir von der neuen Frau erwarten« legen 11 Männer, die zur männlichen Elite der Zeit gehören, sich darüber Rechenschaft ab, was sie denn nun von dieser neuen Frau erwarten. Ihre bange Frage ist, bis wohin soll denn diese Emanzipation gehen? Fast alle sind sich einig, dass die Frau an Wesentlichkeit verliere, je mehr sie sich in den Bereich des Intellekts und der Erotik vorwage. Was die Erotik anging, so müsse sie sich eben zusammennehmen. Was den Geist anging, waren die Autoren weniger besorgt. Denn es herrschte Übereinstimmung, dass die Frau gar keine Geistigkeit haben könne. Denn Geist komme aus Zeugungskraft und darüber verfüge nur der Mann. Die ideale Gemeinschaft sei die des geistigen und zeugenden Mannes und seiner verstehenden Gefährtin als Mittlerin. Klug müsse sie schon sein, weil sie ihn ja verstehen musste. Im Klartext als seine private Sekretärin. Wie eine letzte unverrückbare Bastion wird in diesen Texten die alte Trennung von weiblicher Materie und männlichem Geist verteidigt. Und jetzt sind wir wieder 100 Jahre weiter und wir sind im Jahr 2020. Im Wettbewerb von Cannes gibt es einen Film einer deutschen Regisseurin.
Diese Frau hat einen Film gemacht. Also, weil es so schön ist, wiederhole ich es nochmal. Im Wettbewerb von Cannes gibt es einen Film einer deutschen Regisseurin. Diese Frau hat einen Film gemacht, weil die 20% Frauenanteil der DGTO inzwischen auf 40% erhöht wurden. Deshalb laufen aber jetzt nicht nur im Wettbewerb, sondern auch in der Quinzaine des Réalisateurs und in der Semaine de la Critique mehrere Filme von deutschen Frauen. Denn die Frauen haben ein noch nicht abgenutztes Potenzial an Geschichten. Finanziert wurde das alles durch das Medienbord Berlin. Denn die Intendantin Kirsten Niehus, die das Recht zu persönlichen Entscheidungen hat, hat eine freiwillige Quote eingeführt. Und die Filmstiftung NRW, die das kollektiv entschieden hat, vergibt inzwischen auch einen Anteil der Gelder an Frauen. Die Bayerische Filmförderung hat sich verweigert. Hören Sie den Grund? Denn drei der Regisseurinnen haben Kinder und die Bayern fürchten, dass diese unter der Berufstätigkeit der Mutter leiden. Mehrere Redakteurinnen der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten haben die Projekte durchgeboxt, gar nicht so sehr gegen direkte Einwände, sondern einfach gegen eine bestimmte Trägheit des Systems, das immer das Gewohnte will. Egal, ob die Filme, die 2020 in Cannes laufen werden, nun Preise bekommen oder nicht, egal, alle atmen auf, dass der Bann gebrochen ist. Und zwar nicht nur der Bann des Vorurteils, dass Frauen keine Filme von Qualität machen können, sondern auch der Fluch auf dem deutschen Film, auf den wichtigen Festivals im Ausland nicht präsent zu sein. Und jetzt zurück zu heute. Und da es bis 2020 nur noch 4 Jahre sind und man sich deshalb beeilen muss, habe ich ein paar Argumentationshilfen zusammengestellt, die es allen Entscheidern und Entscheiderinnen leichter machen könnten, sich für Projekte von Frauen stark zu machen. Denn es gibt immer noch viel Gegenwind in diesem Land, das eine ganz besonders schwierige Haltung zu der Frage hat, wie emanzipiert eine Frau sein darf. Frau Grütters, Frau Wille, Frau Niehus, Frau Müller, Frau Strobel. Sie wissen, dass noch vor 20 Jahren man auch Ihnen allen nicht zugetraut hat, Kulturstaatsministerin oder ARD-Vorsitzende zu sein, Filmfördergremien zu leiten oder die Filmredaktion der ARD. Noch vor 20 Jahren hat man gesagt, Frauen seien nicht belastungsfähig, hätten keine Durchsetzungskraft und wenn sie Kinder hätten, dann seien sie nicht präsent. Sie alle haben aber bewiesen, dass das nur Vorurteile sind. Aber es brauchte nicht nur ihre Intelligenz und ihre Zähigkeit, sondern auch die Kraft einer ganzen Bewegung, die immer wieder den Anteil von Frauen eingeklagt hat. Leider neigen viele Frauen, die es geschafft haben, dazu zu glauben, dass sie es allein ihrer Klugheit und ihrer Beharrlichkeit verdanken. Doch jetzt sollten sie die Funktionen, die sie jetzt haben, anders ausfüllen, als ihre Vorgänger es gemacht haben und als es das System als Ganzes immer noch stillschweigend von ihnen erwartet. Denn das ist leider tief in den Genen unseres Staates und unserer Gesellschaft, auch die haben Gene. Jede öffentliche Funktion ist erst einmal männlich. Diese unbewusste Überzeugung ist uns geblieben von dem Fundament, auf dem der bürgerliche Staat ruht. Und es ist jetzt an Ihnen zu beweisen, dass Sie sich der Macht der Vorurteile nicht beugen, denn das sind Sie. Keine Urteile, nur Vorurteile. Aber damit kommen wir zu dieser Frage, ob es denn wirklich die Quote ist, die dabei hilft. Und ob nicht die Qualität sinkt, wenn plötzlich die weibliche Materie sich in das System drängt. Was ist denn überhaupt Qualität? Seit ungefähr 20 Jahren wird im deutschen Film über Professionalisierung geredet, die Qualität zum Ziel haben soll. Und alle möglichen Offensiven, die von sich behaupten, das zu fördern, werden wiederum gefördert. Aber das ist eine Falle. Professionalisieren müssen sich alle Filmemacher und Filmemacherinnen ständig. Aber das bedeutet,
dass sie sich das aneignen, was sie für den jeweiligen Film brauchen. Im deutschen Film gibt es inzwischen in allen Bereichen sehr gute handwerkliche Qualität. Gute Darsteller, exquisite Dekorationen, wunderbares Licht und detaillierte Vorschriften, wie ein Film dramaturgisch auszusehen habe. Aber gerade junge Filmemacher ersticken unter dieser Flut an handwerklichen Regeln. Das Handwerk frisst die Geschichte auf. Das hat Richard Brody gesagt, der Filmkritiker des New Yorker. Im deutschen Kino, meint Brody, müsse heute alles versiert und ungeheuer professionell sein. Metier sei im Übermaß vorhanden, aber es sei völlig unverbunden zum Stoff. Was Brody absolut vermisst, das sind Regisseure, die ihm etwas aus dem Hier und Jetzt erzählen. Hier bin ich, so leben wir. In Deutschland habe der Betrieb die Kunst verdorben. Dem deutschen Film fehle das Innovative. Und andere stimmten ihm zu. Sergio Fant, der in der Auswahlkommission für das Festival in Locarno sitzt, sagte: Der deutsche Film zeichne nicht mehr Porträts von Menschen oder der Gesellschaft, sondern sei obsessiv an Form und Kadrierung ausgerichtet. Und er sagte weiter: Kalt, bewegungslos, eingefroren in der Zeit, das ist wichtig, sei dieses Kino. Das ist ein hartes Urteil. Aber eines, das ziemlich genau dieses, wie ich immer sage, System deutscher Film trifft, das eine Mischung aus Angst und vorauseilendem Gehorsam ist und nach nichts als der sogenannten Qualität strebt. Die glaubt man dann vor allem in den Zutatenfilmen zu sehen. Eine Menge von Zutaten, die in sich Qualität haben, Darsteller, Kamera, Dekor, werden zusammengebracht in der Hoffnung, dadurch entstehe ein großartiger Film. Das Handwerk ist alles vom Feinsten, aber es stellt sich selbst aus und lässt keinen Platz mehr für eine Geschichte, die mehr ist als nicht nur anstößig. Eine Geschichte, der man mit einer Art lauwarmem Wohlwollen begegnen kann. Diese Art von Qualität meint filmische Konvention bei gleichzeitiger handwerklicher Perfektion. Und sie ist weit von dem entfernt, was viele von uns vom deutschen Film erwarten und worauf andere Länder neugierig sind. Und was auch im Übrigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters vom deutschen Film erhofft, nämlich riskante Projekte. Das hat sie gesagt und es ist enorm erfreulich, so etwas zu hören. Nur, Frau Grütters, riskante Projekte sind keine Qualitätsfilme. Qualität ist eine Ansammlung der Standards von gestern. Und es ist immer ein Phänomen einer gesellschaftlichen und ästhetischen Sättigung. In einer Zeit, in der man Langeweile oder möglicherweise sogar Überdruss verspürt. Alles Neue, alles Riskante richtet sich immer gegen die Vorstellung von Qualität. Jede neue filmische Bewegung hat sofort gegen die handwerklichen Regeln verstoßen. In der bildenden Kunst war es immer die Sezession, die sich gegen den Akademismus in Stellung gebracht hat. Wenn man also an diesem Begriff von Qualität hängt, dann muss man ihn anders definieren. Und dann muss man sagen, Qualität ist das, was einen besonderen und ungewöhnlichen Blick auf allzu Vertrautes richtet und damit unser Verständnis weitet. Und es ist egal, ob es sich auf eine Geschichte oder auf ihre ästhetische Umsetzung bezieht. Aber solche Projekte stoßen ganz schnell auf Vorbehalte, und das besonders schnell im Fernsehen, ohne dass in Deutschland immer noch fast kein Film zu machen ist. Aber das Fernsehen ist ein Massenmedium. Und es muss Filme machen, die von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Es muss Waren des alltäglichen Gebrauchs herstellen. Ein Fernsehen, das nur aus Meisterwerken besteht, ist nicht denkbar und nicht mal wünschenswert. Deshalb muss das Fernsehen einen Begriff von Qualität haben, der auf breite Resonanz setzt. Und nur das allein misst die Quote. Quote bedeutet noch nicht einmal Qualität, weder in dem überkommenen Sinn des üppigen Zutatenfilms, noch in dem anderen, den ich gerade vorgeschlagen habe. Sie bedeutet nur eines, dass viele Menschen es gesehen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dass sich dadurch das Fernsehen selbst legitimiert als Massenmedium. Und das ist keine kleine Aufgabe in gesellschaftlich stürmischen Zeiten. Das muss man auch immer wieder betonen.
Aber das hat nichts mit guten Filmen zu tun. Die Quote ist die Herrschaft der Zahl. Die Quote ist die Herrschaft der Zahl, die als einziges Kriterium übrig geblieben ist, seit es keine allgemein verbindlichen ästhetischen Standards mehr gibt. Aber wenn man schon nicht ohne die Quote auskommen kann oder will, dann muss man auch konsequent sein. Denn wenn ohnehin nur die Zahl regiert, dann gibt es keinen Grund, die Forderung der Frauen nach einer gerechteren Anzahl von Regieaufträgen von Frauen abzulehnen. Wenn wir nichts weiter haben als Messen und Zählen, dann haben auch die Frauen das Recht, ihre Unterrepräsentation durch Messen und Zählen zu beweisen und einzufordern, dass das beendet wird. Denn eine gerechte Beteiligung an den gesellschaftlichen Ressourcen ist eine Grundforderung der Demokratie. Und es gibt keinen Grund, keinen einzigen, die Frauen davon auszuschließen und ihnen so eine Berufsausübung zu verwehren. Esther Gronenbaum hat unlängst in einem Interview gesagt, mit einer Quote werden Frauen nicht bevorzugt, denn diese sorgt lediglich dafür, dass Frauen in gleicher Weise in die engere Auswahl kommen. Und ich füge hinzu, es hat bisher eine stillschweigende Männerquote gegeben, die als solche nie erkennbar war, weil die Macht von sich selbst immer behauptet, sie sei das Selbstverständliche und Vernünftige und alles andere sei die Ausnahme, wenn nicht ein Skandal oder eine Revolution. Und inzwischen wissen sogar die Wirtschaft und die Banken, dass die Metaphysik des Marktes mit seiner Hochachtung vor der Zahl der Konsumenten bankrott ist. Und eine Gesellschaft ist mehr als die Summe ihrer Konsumenten. Aber wir sind weiter auf der Suche nach den guten Filmen. Wenn schon die Frage nach der Qualität darauf keine Antwort gibt, wo ist denn bitte die Antwort? Hier stoßen wir früher oder später auf das Wort Genie. Als Bezeichnung für jemanden, der das Außergewöhnliche macht. Dahinter steckt der Glaube, dass der Erfolg in einem bestimmten Feld angeborene Brillanz und eine Art von grundlegender intellektueller Kapazität braucht, die nicht gelehrt und nicht gelernt werden kann und durch keine Arbeit ersetzt werden kann. Ein Genie ist einer, der Genie hat. Und er ist immer ein Mann. Wenn Sie sich den Kanon des deutschen Films ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die überwältigende Anzahl der Filme, die das deutsche Filmerbe ausmachen, von männlichen Genies gemacht wurden. Nun hat es in Deutschland aber in den 70er Jahren eine ganze Generation von Frauen gegeben, die Filme gemacht haben. Die sind auf internationalen Festivals in der ganzen Welt gelaufen und anerkannt worden. Mir hat der Leiter einer brasilianischen Kinemathek gesagt, dass die deutschen Filme die Avantgarde-Filme der Welt seien und ein starker Teil davon seien die Filme der Frauen. Und über diesen Anteil der Frauen wissen heute nicht alle die Bescheid, die es wissen müssten. Und im Übrigen gehören zu den Nichtwissern auch eine ganze Anzahl von Frauen. Das ist eine der Vergessensleistungen, an denen die deutsche Geschichte reich ist. Untersuchungen an amerikanischen Universitäten haben gezeigt, dass der Anteil von Frauen in allen Bereichen von Wissenschaft und Kunst umso geringer ist, je höher der Glaube an die angeborene intellektuelle Brillanz des Genies ist. Das Stereotyp des Genies ist ausschließlich männlich. Es ist ein Branding von junger Mann und Kunst. Dieses Branding bleibt Frauen verwehrt. Man traut ihnen die Brillanz nicht zu. Und das ist leider, und deswegen meine Zeitreise am Anfang, der alte Gedanke, dass nur der Mann Geistigkeit habe, weil Geist aus der Zeugungskraft komme. Und das ist zum allerletzten Kriterium geworden, mit dem man Frauen ausschließt. Die französische Psychoanalytikerin Julia Kristeva hat 3 Bücher geschrieben über weibliche Genies, um auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen. Zu viele Entscheider und auch Entscheiderinnen sind bei einem direkt ausgestellten männlichen Ego zu schnell davon überzeugt, dass es sich hier um ein Genie handeln muss. Dieser Glaube verteilt sich in unserer Aufmerksamkeitsökonomie dann wie ein Buschfeuer und generiert die Art von Beachtung, ohne die man dauerhaft nicht arbeiten kann. Denn Teil der Gesellschaft zu sein, heißt heute, Teil einer Aufmerksamkeitsökonomie zu sein. Nur wer ständig wahrgenommen wird, ist etwas wert im digitalen Neokapitalismus, der mit seiner rasanten Entwicklung der audiovisuellen Technologien
und seiner Bilderflut aus blutigen Weltuntergangsfantasien, angereichert durch eine Mischung aus Sex und Crime, inzwischen die Bilderwelt beherrscht. Wir leben in einer Zeit, in der die Wirklichkeit stärker von Bildern als von allem anderen bestimmt wird. Und das Fernsehen und die Förderer haben nicht nur eine Verpflichtung gegenüber ihren Zuschauern als der Masse der Konsumenten und gegenüber ihren Geldgebern, sondern auch gegenüber der Geschichte der bewegten Bilder. Frauen haben nie von diesem Genieverdacht profitiert, denn sie durften erst sehr spät lernen, dass sie überhaupt Subjekte sind. Und im Unbewussten unserer Gesellschaft, und das ist der Bereich, auf den der Film ja zielt, ist auch das noch nicht wirklich verankert. Deshalb treten sie manchmal zögernd auf und sie behaupten nicht, alles schon zu können und alles zu wissen. Die Behauptung eines großen Egos muss geübt werden. Ihr Weg ist oft langsamer und stockender und sie haben bei den raren Plätzen, auf denen das Ungewöhnliche heute noch gemacht werden kann, von vornherein geringere Chancen. Nach wie vor sind dreimal mehr Männer als Frauen auf der Leinwand zu sehen und noch viel, viel weniger Frauen als Regisseurinnen hinter der Kamera. Seit 1946, das muss man sich mal überlegen, kein Fortschritt. Und Filme, die nie gemacht worden sind, sind auch später nicht als verkannte Meisterwerke zu entdecken. Doch eine Gesellschaft, die kein Interesse hat an den Geschichten, die ihre Frauen zu erzählen haben, verarmt und ihr Bild von sich selbst ist verzerrt. Film, ein Medium, in dem die Herrschaft des Geldes sich mit der Herrschaft über das Unbewusste zusammentut, ist deshalb immer noch eine extrem männliche Domäne. Nur in Zeiten des Umbruchs und der Unruhe haben die Frauen bisher eine Chance gehabt. Aber in einer solchen Zeit leben wir heute. Die Bewegung, dass Frauen immer stärker als Regisseurinnen auftreten, ist nicht aufzuhalten, weil es nämlich auch eine internationale ist. Man kann sich ihr in den Weg stellen und damit auch den vielen gut ausgebildeten Frauen aus den Filmhochschulen ihren eigenen Weg versperren. Damit verweigert man aber auch dem deutschen Film eine dringend neue Bluttransfusion. Oder man kann ihr helfen. Die Entscheiderinnen in den Redaktionen und den Filmförderanstalten haben die Wahl, als Bremser oder als Heizer dabei zu sein. Es geht um eine Bewusstseinsänderung. Nicht nur um angemessene Beteiligung der Frauen an Regieaufträgen. Es geht auch um die alte Forderung, dass es andere Frauenbilder in den Filmen geben muss. Bei allen Filmprojekten, denen von Männern und denen von Frauen, sollte der Bechdel-Test obligatorisch sein. Er besteht aus drei einfachen Fragen. Erste, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Zweite, sprechen Sie miteinander? Dritte, reden Sie über etwas anderes als über das Thema Männer? Und ich glaube, eine vierte Frage kommt hinzu. Auf die hat Isabelle Huppert jetzt während der Berlinale im Gespräch nach dem Film L'Avenir hingewiesen. Sie spielt dort eine Philosophieprofessorin und sie hat gesagt, dass es immer noch sehr schwer sei, im Film Frauenrollen unterzubringen, in denen eine Frau intellektuell ist. Das ist in Frankreich einfacher, aber in Deutschland ist es ein Riesenproblem. Die vierte Frage lautet also, gibt es eine intellektuelle Frau im Film? Das ist für Deutschland sogar die gefährlichste Frage von allen, denn Intellektualität ist, so glaubt der deutsche Mainstream, Gift für den Film. Hier muss alles aus dem Bauch kommen und dazu ist es noch ein männlicher Bauch. Aber man sollte über den Satz des amerikanischen Dramaturgen John Truby nachdenken, dass die Zukunft des Erzählens weiblich sein wird. Das hat er genau so gesagt und er hat es so begründet. Die männliche Dramaturgie ist die des Divide and Conquer. Die weibliche Dramaturgie ist die des Combine and Grow. Und er ist absolut davon überzeugt, dass das die Dramaturgie der Zukunft sein wird. Also, liebe Entscheiderinnen, wenn Sie jetzt in den Kampf gegen das System aus Angst und vorauseilendem Gehorsam ziehen, dann denken Sie daran, dass unbeschränkte Freiheit immer nur dem Stärkeren nutzt. Und daran, dass gute Filme nicht entstehen in einem System aus Angst und Kontrolle. Und wenn die DGETO 20% der Regieaufträge an Frauen vergibt, ist das ein großer Fortschritt, den sie selbst nicht dadurch zunichte machen sollte, dass sie dann das Ergebnis evaluiert, was ja nur heißen kann, nach dem Quotenerfolg überprüft. Frauen sind keine Kinder,
denen man wie in einer Schule Zeugnisse ausstellen muss, ob sie das Klassenziel erreicht haben oder nicht. Aber es kommt noch ein Satz zum Schluss, den ich persönlich besonders liebe. Es ist einer von Madeleine Albright, einer ehemals sehr mächtigen Frau, die gesagt hat: Für Frauen, die Frauen nicht unterstützen, ist ein besonderer Platz in der Hölle vorgesehen. Dieser Satz gilt auch für ATX.